Wir machen jetzt weiter mit dem zweiten Vortrag von Herrn Hepfer, Verschwörungstheorien erkennen und entschärfen mit dem Erste-Hilfe-Koffer der Philosophie gegen verhaltensauffällige Theorien. Das Problem natürlich bei diesen Online-Geschichten ist, und das sage ich jetzt vorweg, nicht zur Entschuldigung, sondern damit Sie da vielleicht aufmerksam sind, dass ich Ihre Reaktion nicht sehe. Das heißt, ich sehe nicht, wann ich Sie überfordere und wann ich Sie unterfordere. Das tut mir auch natürlich, weil ich Vorträge anderer Art gewöhnt bin, dann immer ein bisschen leid. Ich hoffe, ich unterfordere Sie nicht mit dem ersten Teil. Sollte das so sein, bleiben Sie dabei, am Schluss wird es schwieriger. Ich habe versucht, zunächst mal den Ball flach zu halten und Ihnen zwei große Fragen zu präsentieren oder zwei große Themenblöcke, die Ihnen helfen können, wenn Sie sich dem Thema nähern. Und vielleicht sollte ich auch vorweg schicken, noch einmal kurz, wenn Sie die Philosophie fragen, dann kriegen Sie auch auf die einfachsten Antworten meistens relativ komplizierte, auf die einfachsten Fragen möglichst sehr komplizierte Antworten. Das Problem ist, die Frage, die häufig gestellt wird, ist, warum muss das so kompliziert sein? Es geht darum, die Sachen tatsächlich in ihren Grundannahmen zu verstehen. Und das geht leider meistens nicht ganz einfach. Das hat hier natürlich auch eine gewisse Ironie, weil Verschwörungstheorien normalerweise die großen Vereinfacher sind. Und sich dem Thema so zu nähern, dass man hinterher gut mit ihm umgehen kann, wird es leider dann noch etwas komplizierter. Das heißt also, wenn Sie in einen Vortrag gehen, wo Ihnen die entsprechende Verschwörungsideologie präsentiert wird, zum Beispiel von Herrn Ganser, dann kriegen Sie mal viele bunte Bilder und finden das am Schluss vielleicht sogar ganz überzeugend, was er da macht, dass er dann schöne Verbindungen hergestellt und kommt alles mit vielen Pointen und überraschenden Momenten dahinter. Wenn man dagegen argumentieren möchte, ist die Sache meistens etwas trockener. Die hübschen, bunten Bilder bleiben raus. Aber ich habe versucht, Ihnen im Vortrag hier das eine oder andere Bild dann auch zu präsentieren, sodass ich die Sachen, die ich Ihnen versuche nahezubringen, dass die sich dann auch leichter verstehen lassen. Das heißt, Sie kriegen also im ersten Teil, wir werden dann sehen, wie weit wir Zeit haben, in die wirklich komplizierten Sachen im zweiten Teil einzusteigen. Im ersten Teil kriegen Sie von mir ein Grundgerüst und einen Schnelltest. Und ich hoffe, dass Sie damit auf jeden Fall was anfangen können, wann immer Ihnen abseitige, verhaltensauffällige Theorien begegnen. Sie kriegen hier jetzt erstmal, das heißt also, wir haben diese drei Teile, die sind gesetzt und beim vierten sehen wir, wie weit wir kommen werden. Vielleicht eine kurze Vorbemerkung noch, weil es eben auch schon zur Sprache kam. Und zwar, wenn es um die Begrifflichkeit geht. Tatsächlich haben sich viele angewöhnt, im deutschsprachigen Raum von Verschwörungsmythos zu reden. Das ist das Griechische für das deutsche Erzählung. Wenn Sie das übersetzen, sind dann Verschwörungserzählung. Verschwörungsideologie, was, würde ich sagen, vielleicht gerade eben noch durchgeht. Aber Sie gewinnen letztlich nichts damit, wenn Sie die Sache sprachlich runterbrechen. Ganz im Gegenteil, bei Theorien haben Sie den Vorteil, Sie können hingucken. Ist das eine Theorie, die sich so verhält, wie sich unsere normalen Theorien verhalten oder wie sich Theorien verhalten sollten? Oder ist das eine Theorie, die sich nicht so verhält? Das ist bei Erzählungen, Mythen, was auch immer, relativ schwierig. Vielleicht deshalb, da habe ich jetzt leider keine Folie, nochmal eine kurze Bemerkung zum Theoriebegriff. Theorien sind so ganz allgemein gesprochen
Modelle der Wirklichkeit. Das heißt also, sie nehmen starke Vereinfachungen vor. Sie bestehen aus einem System von Sätzen, die sich systematisch aufeinander beziehen und gegenseitig stützen. Und was wir mit Theorien bezwecken, ist, uns in irgendeiner Weise orientieren zu können, Vorhersagen darüber machen zu können, wie sich unsere Umgebung wohl verhalten wird. Also wir haben Alltagstheorien natürlich, also wenn Sie über die Straße gehen und nach links nach rechts gucken, haben Sie eine Theorie darüber, was passieren wird, wenn Sie mit anderen Objekten, die da vielleicht in eine andere Richtung unterwegs sind und vielleicht auch etwas massereicher als Sie, passieren wird. Und deswegen verhalten sie sich auf diese Art und Weise. Theorien haben natürlich im engeren wissenschaftlichen Kontext noch eine ganze Menge anderer Merkmale und auch im Alltagskontext ließe sich noch eine ganze Menge darüber sagen. Ist hier aber nicht mein Thema, ich habe ja leider nur eine halbe Stunde. Deswegen steigen wir gleich ein und betrachten zunächst einmal, wie es sich mit der Wirklichkeit verhält. Also Wirklichkeit, das sehen Sie hier auf der Folie, ist letztlich die Summe aus unseren epistemischen Aussagen und aus unseren Existenzbehauptungen. Epistemisch erkläre ich kurz, das ist alles das, was ich kommt von griechisch Episteme, alles das, was sich mit unserem Wissen beschäftigt. Leider gibt es kein deutsches Adjektiv dafür, sodass man hier halt das das sehr schick klingende griechische Wort einsetzen muss. Also die Aussagen, in denen wir unsere Wissensansprüche formulieren. Existenzbehauptung, denke ich, ist relativ klar. Und wenn wir Wirklichkeit unter diesem Aspekt betrachten, dann sehen wir relativ schnell, wir stellen unsere Wirklichkeit her. Das heißt, die Wirklichkeit ist etwas, was unser Geist herstellt aus Sinnesdaten. Und das Dumme an der Geschichte ist, dass die prinzipiell unterbestimmt sind. Das heißt, die Wirklichkeit, so wie es häufig gesagt wird, die gibt es nicht. Sie ist ein Konstrukt. Ich kann Ihnen vielleicht kurz ein paar Beispiele geben. Also zum Beispiel, wenn Sie sagen, epistemische Aussage wäre, wenn Sie sagen, ich weiß, dass Wien am Rhein liegt, in diesem Fall leider eine falsche Aussage. Ich weiß, dass Lübeck am Nuss und die Sachertorte ihre geografischen Differenzen haben, eine richtige Aussage. Bei den Existenzbehauptungen oder Aussagen haben Sie sowas wie, es gibt Kängurus, meinetwegen, es gibt Galaxien. Kommen wir zunächst mal auf diesen wirklich wichtigen Punkt, dass wir leider immer zu wenig Daten haben, um die Wirklichkeit in ihrer Gänze abzubilden, herzustellen. Und betrachten uns das erste sehr naheliegende Modell, mit dem sich die Philosophie der Frage genähert hat, ist auch schon etwas älter, stammt von Aristoteles, finden Sie in De Anima 428a folgende. Die Theorie, die Sie bei Aristoteles finden, legt uns nahe, dass die Welt ohne Schwierigkeiten 1:1 in unseren Kopf kommt. Das heißt, unsere Sinnesdaten nehmen etwas auf und bilden das getreulich ab. Das ist eine unglaublich überzeugende und naheliegende Theorie. Wenn Sie Leute fragen, die mit Philosophie wenig zu tun haben, die kommen Ihnen normalerweise auf die Frage, wie kommt die Welt in den Kopf, genau mit dieser Theorie. Die schlechte Nachricht, das Modell ist leider falsch. Inzwischen, also seit der Neuzeit, hat sich immer mehr durchgesetzt die Annahme oder die Erkenntnis, dass wir interpretieren schon beim Wahrnehmen. Also ein Repräsentationsmodell. Das heißt, Sie haben Sinnesdaten und unser Sinnesapparat und unsere geistige Tätigkeit machen daraus irgendetwas, was in unseren
in unserem Geist oder in unserem Gehirn abgelegt wird. Deswegen haben sich hier jetzt auch die Farbveränderungen zum Beispiel und die Strukturveränderungen. Eine Repräsentation kann durchaus auch eben eine sprachliche Repräsentation sein, deswegen ist das Wort ausgedruckt. Das gilt es also im Hinterkopf zu behalten, wenn wir uns der Frage nach der Mündlichkeit nähern. Leider gibt es eben die eine richtige Interpretation nicht. Und warum das so ist, das würde ich Ihnen gerne anhand eines geometrischen, mathematischen Beispiels klar machen. Sie erinnern sich alle sicher aus der Schule an das Koordinatenkreuz. Also Descartes war ja nicht nur ein großer Philosoph, sondern er hat sich auch auf vielen anderen Feldern betätigt. Und das sogenannte kartesische Koordinatenkreuz, das taucht deswegen weil es Daten sehr schön veranschaulichen kann, eben auch im Mathematikunterricht mit schöner Regelmäßigkeit auf. Wenn wir hier zwei Punkte, A und B, es ist leider etwas klein, ich hoffe, Sie sehen das, A und B haben, können wir die auf verschiedene Weise interpretieren. A und B, mit ein bisschen Fantasie, stellen Sie sich vor, das steht für normale Sinnesdaten. In dieser geometrischen Darstellung haben Sie es etwas übersichtlicher. Das lässt letztlich das ganze Beiwerk weg. Also Sie können die beiden Daten, die wir hier haben, durch eine ganz einfache lineare Funktion verbinden und hätten damit sozusagen eine im Sinne der Geometrie jedenfalls oder des normalen Interpretationsrahmens der Geometrie, in dem wir uns hier bewegen, eine völlig richtige Interpretation. Ebenso können wir diese beiden Punkte allerdings mit einer als eine quadratische Funktion, als Punkte auf einer umgekehrten Parabel deuten und hätten damit genauso eine richtige Interpretation dieser Daten geliefert. Wenn Sie jetzt sagen, ja, aber das muss man doch in irgendeiner Weise disambiguieren können, dann haben Sie zwar nicht ganz Unrecht mit diesem Sentiment, es dadurch hinbekommen zu wollen, dass wir einfach die Datenmenge erweitern und sehen, wie geht das denn weiter? Gibt es mehr Daten, sodass wir sagen können, naja, das ist doch eigentlich eine lineare Funktion und keine Exponentialfunktion. Dann muss ich Sie leider enttäuschen. Das Ganze, also hier als lineare Funktion, lässt sich nämlich wiederum darstellen als eine Exponentialfunktion. Der Ausdruck wird ein bisschen komplizierter, aber diese Funktion erfasst die Daten genauso richtig wie die lineare Funktion vorher. Das heißt, Sie haben unterschiedliche Interpretationsmodelle, die alle gleichermaßen richtig sind. Und das Spiel können Sie weitertreiben, solange Sie wollen. Sie werden dies nie so hinkriegen, dass sie tatsächlich die eine richtige Interpretation haben, die alle anderen aussticht. Sie werden immer eine unendliche Menge an Interpretationsmöglichkeiten haben, die richtig ist. Gleichwohl gilt natürlich durchaus, dass nicht alle Interpretationen richtig sind. Nämlich es gibt durchaus eine große ebenfalls unendliche, sogar mehrfach unendliche Menge von Interpretationen, die nicht zutreffend sind. Also wenn Sie oben die Konstanten in der Gleichung y gleich x minus 1, wenn Sie da also die Konstanten ersetzen durch andere Zahlen, dann bekommen Sie Interpretationen, die falsch sind. Das heißt, Sie haben hier letztlich ein Entschuldigung, das war jetzt ein bisschen schnell. Sie haben ja also eine große Menge an Interpretationen, die leider
das ist leider noch nicht das Ende der Geschichte. Sie können nämlich zusätzlich den Interpretationsrahmen wechseln. Und zwar, selbst wenn wir im selben System bleiben, also innerhalb der Standardmathematik, bekommen wir zum Beispiel für Ausdrücke wie 1 und 1 das Ergebnis 10. Damit beginne ich gerne meinen Vortrag, aber da ich Sie nicht vor mir sitzen sehe, kann ich nicht in die Runde fragen, wer glaubt das und wer glaubt das nicht. Deshalb hier nur kurz die Erläuterung. Das ist natürlich eine richtige Aussage, wenn Sie sich im Binärsystem, also 2 hoch n, bewegen, also dem, was der Computerlogik zugrunde liegt zum Beispiel, dann bekommen Sie dieses Ergebnis und es ist ein richtiges Ergebnis. Wenn Sie das Ganze noch einmal steigern wollen, dann wechseln Sie den Interpretationsrahmen, indem Sie das Interpretationssystem wechseln. Dann bekommen Sie auf die Frage 20 plus 51 das Ergebnis zum Beispiel von 23 oder von 21 oder von 2. Wie ist das möglich? Ganz einfach, indem Sie Mathematik auf der Uhr betreiben. Das ist nicht so abwegig, wie man zunächst mal denkt. Also zum Beispiel in der Kryptographie spielt das eine große Rolle. Hier kriegen Sie Einwegfunktionen, also Funktionen, die sich rückwärts nicht auflösen lassen. Und Sie kriegen eben beliebige Ergebnisse. All das nur, um zu verdeutlichen, dass egal wie viele Daten Sie haben, Sie eine unendliche Menge richtiger Interpretationen erhalten können. Und jetzt komme ich natürlich, hier ist nochmal kurz die Uhr, also Sie gehen letztlich die Schritte immer weiter, 24 Schritte sind Sie wieder bei 0, nochmal 24, nochmal bei 0, plus 23, also bei unserem Ausgangsbeispiel, dann sind Sie bei 23. Jetzt kommt natürlich die Pointe. Verschwörungstheorien benutzen beide Strategien. Geben uns alternative Erklärungen, alternative Interpretationen für die Daten, die wir haben. Innerhalb desselben Interpretationsrahmens wäre das also zum Beispiel, dass China für 9/11 verantwortlich ist oder für Corona, für den Meeresspiegel und so weiter. Wenn Sie den Interpretationsrahmen wechseln, meistens auch recht geschickt, dann tauchen da zum Beispiel die Aliens auf an der Stelle von China oder anderes. Also Dinge, die wir in unserem normalen Alltags- und Wissenschaftsinterpretationsrahmen zunächst mal nicht drin haben. Also nochmal ganz klar, die Menge der korrekten Interpretationen ist unendlich und die Menge der falschen Interpretationen ist ebenfalls unendlich. Aber die große Verwirrung, die Verschwörungstheorien hier anrichten, ist, dass sie sich sozusagen der ersten Einsicht bedienen, um uns unter der Hand die zweite Einsicht schmackhaft zu machen oder ihre Interpretation schmackhaft zu machen. Ich sehe schon, ich brauche hier doch irgendwie für diese Folien etwas länger, als ich gedacht habe. Ich werde versuchen, ein bisschen zu beeilen. Wir kommen zum zweiten Block, nämlich dem Wissen. Wissen ist ganz wesentlich mit der Frage verbunden, wann halten wir etwas für wahr? Also wir haben Behauptungen und nur diejenigen Behauptungen, die wahr sind, zählen letztlich zu unserem Wissen. Wissen in diesem Fall also die Summe unserer wahren Behauptungen. Die Philosophie und die Tradition bieten uns hier 2 große Modelle an und es gibt, soweit ich weiß, da auch kein weiteres Modell, was wirklich ernsthaft vertreten wird, wenn man vielleicht vom Pragmatismus mal kurz absieht. Ich erkläre Ihnen diese beiden auch mit schönen philosophischen Begriffen
bezeichneten Theorien hier ganz kurz und dann gibt es natürlich auch wieder eine Pforte. Bei der Korrespondenztheorie, da kriegen Sie jetzt dieses Bild, was wir vorhin schon hatten. Bei der Korrespondenztheorie ist etwas dann wahr, wenn es mit den Gegebenheiten der Welt übereinstimmt. Um zu wissen, ob etwas wahr ist, ob eine Aussage wahr ist, müssen wir also einfach die Korrespondenztheorie in der Welt nachgucken. Falsch in dem Sinne ist dann, wenn unsere Repräsentation, also das, was in unserem Gehirn vor sich geht oder in unserem Geist, wenn das nicht dem entspricht, was draußen in der Welt ist. Bei der Kohärenztheorie sieht es ein bisschen anders aus. Kohärenz ist zunächst mal ein Begriff, der leider in diesem Zusammenhang unterbestimmt ist. Man kann es annäherungsweise übersetzen mit die Sachen stimmen zusammen in irgendeiner Weise, ohne Widersprüche und Brüche. Und zunächst einmal, Sie sehen hier ein dickes rotes Kreuz, braucht es bei der Kohärenztheorie überhaupt keine Welt, keinen Weltbezug. Da geht es nur darum, dass das, was sich in unserem Geist abspielt, auf widerspruchsfreie Weise zusammenstimmt. Normalerweise würde man damit, oder in dem ersten Zugriff würde man wohl sagen, das klingt zunächst mal völlig irre und unplausibel. Doch es gibt ja durchaus seriöse Anwendungsfälle, nämlich genau dann, wenn kein Bezug auf Erfahrung möglich ist. Zum Beispiel, Beispiele wären hier sämtliche axiomatischen Theorien, also zum Beispiel ja die Mathematik oder die Logik, in einigen Modellen auch die Geometrie. Da kriegen Sie seriöse Anwendungen, weil Sie nicht einfach in der Erfahrung nachsehen können, ob die Dinge sich in der Erfahrungswelt so verhalten, wie Sie meinen. Oder Sie haben keine Korrespondenz zu dem, was, in Ihrem, was sich in Ihrem Geist abspielt. Halbseriöse Modelle der Kohärenztheorie und die Hochkonjunktur in der Philosophie finden Sie im Idealismus des 19. Jahrhunderts. Da gab es eine ganze Menge Versuche zu sagen, ja, ja, also der Bezugnahme auf die äußere Wirklichkeit spielt eigentlich keine so große Rolle. Wichtig ist, dass unsere Meinungen ohne Brüche und Widersprüche zusammenstimmen. Und eine unseriöse Art und Weise, die Kohärenztheorie einzusetzen, sind dogmatische Theorien. Das haben Sie historisch gesehen, zum Beispiel in der theologischen Argumentation. Die Pointe hier natürlich ist, das Internet mit seinen Echokammern geht sehr stark in die Richtung der Kohärenztheorie. Da geht es nur darum, dass Dinge zusammenstimmen. Jetzt habe ich hier noch einmal eine Folie, Entschuldigung. Also wenn Sie kohärenztheoretisch irgendetwas als falsch auszeichnen wollen, dann heißt das also hier, passen irgendwelche Dinge nicht ohne Brüche und Widersprüche zusammen miteinander. Der Knackpunkt an dieser Geschichte ist, es geht hier letztlich um unseren Erfahrungsbezug. Nämlich die Korrespondenztheorie der Wahrheit, die sagt uns, sieh in der Erfahrung nach, dann weißt du, ob irgendetwas wahr ist oder nicht. Das Dumme in unserer Welt ist, dass wir sehr viel mehr als früher von vermitteltem Wissen leben und viele Dinge eben selbst in der Erfahrung nicht mehr überprüfen können oder nicht überprüfen wollen und uns auf vermittelte Informationen überlassen. Und da, in diesem Moment, greift die Kohärenztheorie. Da beurteilen wir ganz häufig danach, ob die Dinge zusammenstimmen. Und in den Echokammern des Internets
bekommen Sie letztlich genau dies geliefert, obwohl es nur eine Simulation des Erfahrungsbezugs ist. Also Sie können nicht überprüfen, ob das, was da behauptet wird, tatsächlich eine richtige Anbindung an die Erfahrung hat. Die Strategie gegen Verschwörungstheorien liegt also letztlich auf der Hand. Es geht immer darum, den Erfahrungsbezug herzustellen. Und das geht relativ gut über den von mir versprochenen Schnelltest, der leider aber, das muss ich dazu sagen, wie alle Schnelltests, das wissen wir ja nur aus der Pandemie, etwas ungenau ist. Und wenn Sie es genauer haben wollen, müssen Sie dann also dann doch in die etwas kompliziertere philosophische Beschäftigung einsteigen. Aber Sie kriegen zunächst mal jetzt den Schnelltest und der geht an sich relativ einfach. Lautet, denke ich, man kann ihn so formulieren, gibt es eine Beobachtung oder Erfahrung, die für diejenigen, die an Verschwörungstheorien glauben, einen Unterschied macht für ihre Einschätzung der Ereignisse. Also wenn Sie mit jemandem zu tun haben, fragen Sie nach und fragen Sie so lange, bis Sie eine Behauptung bekommen, die sich an der Erfahrung empirisch überprüfen lässt. Damit haben Sie schon mal einen sehr guten Einstieg eigentlich. Denn es ist ja nicht so, dass alle abseitigen Theorien per se Verschwörungstheorien sind und nicht zutreffen müssen. Es gibt ja durchaus eine ganze Menge, unter anderem echter Verschwörungen, die sich ja dann im Nachhinein herausgestellt hat und die entsprechenden Theorien dazu natürlich auch. Die Frage ist ja immer, wollen wir eine Theorie zunächst mal, lohnt es sich, sich auf eine Theorie einzulassen, wollen wir sie ernst nehmen zunächst mal oder können wir sie relativ schnell schon ablegen? Jetzt wäre, glaube ich, im Chat eine ganz gute, ganz gut, wenn mich kurz die Moderation darauf hinweisen könnte, wie viel Zeit ich noch habe oder ob wir hier schon völlig. Ja, also hören Sie mich? Ja, ich höre Sie. Perfekt. Sie hätten jetzt noch circa 3 Minuten. Ach, gut. Gut, dass ich auf diese Folie so viel draufgeschrieben habe. Wir haben jetzt 2 Punkte kurz betrachtet und Sie sehen auch, warum ich hier versucht habe, den Ball zunächst mal flach zu halten. Ich hoffe, es war nicht zu kompliziert. Wir haben 2 Punkte, die hier weiß sind. Und die anderen, zu denen lässt sich jetzt dann wirklich Interessantes sagen. Das wird aber sehr viel komplizierter und ist eben in der Kürze der Zeit schwierig. Ich lese es Ihnen kurz mal vor, dann haben Sie es wenigstens gehört. Sie können das ja auch alles nachlesen, es gibt ein Büchlein dazu. Netterweise sogar vom Verlag vor kurzem in die 3. Auflage geschickt, beworben mit jetzt mit Corona, das fand ich klasse. Also Sie kriegen hier bei den Merkmalen einige, die wahrscheinlich auch bekannt sind, Verschwörungstheorien erklären alles aus einem Prinzip, da kann man auch ziemlich gut genauer hinsehen. Sie wechseln oft. Gern und oft unter der Hand im Bezugsrahmen, das haben wir gesehen. Sie werten, das tun andere Theorien normalerweise nicht, also außer vielleicht in der Ethik und vielleicht auch in der Kunst. Und sie dämonisieren ihre Gegner. Also wenn ihnen sowas über den Weg läuft, haben sie auch schon ein starkes Indiz dafür, dass es sich um eine Verschwörungstheorie handelt. Sie bedienen sich einer asymmetrischen Beweisführung, das heißt also nur bestätigende Instanzen, wenn sie sich dann auf Erfahrung beziehen, zählen für sie. Und sie haben ein sehr hübsches Alleinstellungsmerkmal, nämlich sie sagen, die Abwesenheit von Beweisen ist ein Beweis für die Theorie. Wie das? Naja, ganz einfach. Die Tatsache, dass es keine Beweise gibt, deutet ja darauf hin, wie mächtig die Verschwörer sind. Die haben die schon alle aus dem Weg geräumt. Und insofern muss ja diese Verschwörungstheorie zutreffen. Sind oft kohärentistisch angelegt, hatten wir gesehen, und sind eben, und das war ein Punkt, der in dem vorigen Vortrag von Herrn Uhrhauser ja schon schön anklang, oder in den Fragen dazu, sind oft Übererfüllerinnen. Also sie sind stimmiger und besser belegt als normale Theorien über die Erfahrungswelt, also mit Fußnoten, Beweisen, Beobachtungen und so weiter. Leider allerdings häufig eben in Zitierzirkeln
wo nicht klar ist, ob da überhaupt eine seriöse Ausgangserfahrung zugrunde liegt und in einer Vermischung von Fakt und Fiktion, die häufig schwierig zu durchschauen ist. Auch hier kann man sehr gut genauer hinsehen, philosophisch. Und sie verletzen an vielen Stellen damit eben die Rationalitätskriterien, die wir an Theorien anlegen. Also auch nochmal ein Punkt dagegen zu sagen, dass wir hier Mythen und Erzählungen als Begriff in Anschlag bringen sollten. So, und das lese ich Ihnen jetzt nicht weiter vor, sondern damit würde ich sagen, Sie kriegen jetzt noch eine Folie, damit gebe ich dann auch zurück an die Moderation, aber Sie sehen die Folie und können kurz sich die Punkte notieren oder drauf schauen einfach. Ich bedanke mich aber sehr herzlich für diesen Vortrag und für den Einblick in ja, oder diese philosophische Perspektive auf das Thema der Verschwörungstheorien. Was ist Wirklichkeit, was ist Wahrheit, die unterschiedlichen Interpretationsrahmen und die Theorien, die Sie uns vorgestellt haben, und eröffne jetzt wieder die Fragerunde. In JFK wurde von Oliver Stone eine linke Verschwörungstheorie präsentiert. Meinen Sie, dass es sich hier um eine wahre Verschwörungstheorie handelt? Ja, JFK ist natürlich, ne, das ist ein einziges Chaos. Da bieten sich so viele verschiedene Verdächtige an. Das Dumme ist, bei JFK wissen wir letztlich zu wenig. Das ist, würde ich sagen, strukturell recht ähnlich zu 9-11. Viele der Dokumente sind unter Verschluss immer noch. Und die Oliver Stone-Version, der macht das ja sehr überzeugend. Aber das ist halt eine von vielen und die konkurriert sehr schön natürlich mit vielen anderen. Dazu gibt es ein Bonmot des großen schottischen Philosophen David Hume, der schon vor vielen Jahren feststellte, naja, bei konkurrierenden Warnsystemen das Hübsche ist, dass die nicht alle gleichzeitig richtig sein können und sich gegenseitig vernichten. Das heißt also, wenn Sie 20 Verschwörungstheorien oder 20 Theorien, sagen wir mal, ohne zu werten, zu JFK haben, es kann halt wirklich noch eine richtig sein. So ist unsere Auffassung von Wahrheit. Also es ist nicht so, dass die eine ein bisschen wahr sein kann und die andere ein bisschen wahr, sondern am Schluss haben sie dann eine Theorie, die eben zutreffend oder weitgehend zutreffend ist und die Daten möglichst gut abbildet. Auch wenn Sie im Hinterkopf behalten, das, was ich Ihnen versucht habe vorhin nahezubringen, dass die Wirklichkeit viele Gesichter hat. Aber natürlich, wenn Sie kontradiktorische Elemente drin haben, dann müssen Sie das ambiguieren, dann müssen Sie sagen, also hier, das kann nicht beides zugleich wahr sein, weil es sich widerspricht. Vielen Dank. Und zwar zur Korrespondenztheorie. Wenn etwas nur wahr ist, wenn es mit den Dingen der äußeren Welt übereinstimmt und wir wissen, dass wir verschiedene Bezugssysteme im Kopf haben, hat die Philosophie dann eine Antwort darauf, wie sie feststellen, wie die Wahrheit denn überhaupt aussehen könnte? Bedienen sie sich da Elemente der Psychologie, dass so und so viele Menschen so und so viel wahrnehmen? Oder bedienen sie sich anderer Elemente oder anderer Theorien? Weil wir ja alle die Wirklichkeit anders wahrnehmen. Also was hat die Philosophie eine Antwort auf diese Frage? Sie haben natürlich mit schlafwandlerischer Sicherheit den Finger auf eines der großen Probleme gelegt, die wir hier haben. Und in der Tat gibt es dazu eine ausufernde Diskussion. Vielleicht nur so viel dazu. Denken Sie noch mal kurz daran, die Wahrheit gibt es nicht. Was ich Ihnen vorschlagen kann, ist das Modell einer immer besseren Annäherung. Also im Sinne der Folien, die ich Ihnen im Koordinatenkreuz gezeigt habe, je mehr Punkte, je mehr Datenpunkte Sie bekommen, desto präziser können Sie Ihre Funktion, Ihre Interpretation formulieren.
Es geht also schon darum, möglichst gute und präzise Daten zu bekommen. Und es hilft auf jeden Fall schon mal, wenn Sie hinschauen und sagen, dieses hier gehört nicht zu der Datenmenge, die wir berücksichtigen müssen, weil nicht belegt. Natürlich bildet sich die Erfahrung, das haben wir auch immer wieder gesehen im Hinblick auf wissenschaftliche Revolution, stellt sich die Erfahrung die Erfahrungswelt für viele recht unterschiedlich dar und auch im großen Maßstab. Und dafür sind wir nicht gefeit. Wir können immer nur sagen, to the best of our knowledge. Und dafür können wir eine ganze Menge tun. Ich glaube, wenn ich jetzt also nicht ins Reden kommen soll, dann mache ich hier Schluss.